Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's play Guild Wars 2, diesmal mit Maske, die wir uns in der letzten Folge gekauft haben. Heute auch wieder alleine, ohne Xandura, weil der immer noch Besuch hat. Ich hoffe, dass er wenigstens so ein bisschen spielt, dass er ein bisschen vorwärts kommt. Sonst werden wir viel wiederholen müssen. Und dann werden wir erstmal die Kauffrau hier ansprechen. Kicken wir mal, ob wir irgendwas gebrauchen können. Wir können die Eisen-Variante davon holen. Die können wir schon benutzen. Stahl können wir nicht benutzen. Das macht ja nichts. Brauchen wir es auch nicht. So, ohne große Umschweife jetzt endlich mal. Ja, wir gehen in die neue Instanz. Der Ruf des Tribuns. Oder Tribuns. Wenigstens ihr habt es geschafft. Ich glaube nur, wir zwei sind noch übrig. Soweit ich sagen kann, sind alle bei einer Art Einweisung auf dem Appellplatz. Iriale! Morgen! Ich kann nicht gut mit Leuten umgehen. Macht doch nichts. Ich wollte zum Tribun, aber ihr mieser kleiner Adjutant wollte mich nicht zu ihr lassen. Bevor ihr hier seid, ich sollte seinen Schädel spalten, um etwas Luft aus seinem Hirn zu lassen. Winsling, Clownsporn, Reefer und Maverick, was ist uns da draußen nachdem ihr reingegangen wart? Hat uns so ein verblödeter, selbstgefälliger Doliak-Schädel von Centurio aufgeteilt. Winsling fiel zuerst, dann wohl Reaver umzingelt. Ich habe noch versucht, ihr zu helfen. Aber zu spät. Muss ich noch mehr fragen. Was ist mit Yaul passiert? Haben wir ihn auch verloren? Yaul? Im Kampf gefallen, als die Gruft einstürzte. Brach einfach über ihn zusammen. Der tapferste von uns allen. Oder der dümmste. Manchmal ist das dasselbe. Verloren gegangen? Wurde die Leiche denn nicht geborgen? Nein, nichts. Nicht einmal der glänzende Stein, mit dem er immer gespielt hat. Erinnert ihr euch an ihn? Hat ihn bei unseren letzten Partykarten, an mich verloren. Und wollte ihn nicht rausrücken. Stinker. Was ist dir über Tribunen Wüstengrab? Sie und Mac, der Stille, sind die zwei Tribunen der Asche-Legion, denen aufgetragen wurde, der Eisenlegion dabei zu helfen, dieses Land zurückzuerobern. Torga ist die Dienstälteste und daher die oberste Autorität unserer Legion in Ascalon. Mehr Fragen? Schon gut, lass uns Meldungen beim Tribun machen. Reale, das ist aber schade. Alle anderen sind tot. Hier gibt es anscheinend nicht viel zu entdecken. Ihr wollt mit den Tribunen sprechen, nicht mit mir. Wo sind denn alle? Alle sind bei einer Art Einweisung auf dem Appellplatz. Bis auf euch beide. Tribun Wüstengrab erwartet euch bei der Kaserne. Bin schon unterwegs. Ihr wollt mit dem Tribun sprechen, nicht mit mir. Also, ja, bin ich schon unterwegs. Tribun Wüstengrab wartet, Selijah. Ihr solltet euch besser beeilen. Warum sind wir nicht mit allen anderen auf dem Appellplatz? Der Tribun wollte euch ausdrücklich erst antreffen, wenn alle anderen gegangen sind. Offensichtlich hat sie euch etwas Wichtiges zu sagen. Ihr solltet sie nicht warten lassen. Schon unterwegs. Ich wünsche, sie würde die ganze Zeit mit uns mitlaufen. Da ist sie ja, die gute Dame. Ich kann nicht gut mit Leuten umgehen. Sprecht. Ja, okay. Oh, Sequenz. Rühren, Soldat. Eine Schande, dass euer Trupp in der Schlacht bei Rauchheim fast ausgelöscht wurde. Ohne euch würde Baradin jetzt unsere Schädel zertrampeln. Ja, Tribun. Ich verdanke Ridlock Brimstone mein Leben. Er hielt die Stellung, bis Verstärkung kam, um den Herzog zu erledigen.
Das stimmt. Trotzdem, Legionär Jaul ist bei den Kämpfen gefallen, also braucht euer Trupp einen neuen Anführer. Gratuliere. Ihr wurdet soeben zum Legionär befördert. Vielen Dank, Tribun. Ich bin bereit zum Einsatz. Ich habe einen Auftrag für euch. Wir haben Informationen, nach denen die Flammenlegion die Zitadelle infiltriert hat. Ihre Spione... Verzeiht die Unterbrechung, Tribun. Der Feind nähert sich. Alle Mann bereit machen zum Kampf. Beschützt Tribun Wüstengrab. Krasse Sache, sind wir einfach Legionär geworden, Digga! Fette Party! Wo bin ich? Wo muss ich hin? Ich sehe nichts. Hier! Attacke! Irgendwas! Mach was! Ich, Pfeilhagel! Bam, 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 bam. Die Wachen werden keinen Ärger mehr machen, jetzt, wo sie tot sind. Und, ich besorge neue. Ihr hattet Glück, dass ich da war, Fenger. Die wirkliche Frage lautet doch, war das ein Gelegenheitsangriff? Oder hackt die Flammenlegion irgendetwas aus? Sie wissen, dass wir ihnen auf der Spur sind, diese elenden Flammenratten. Sie haben nur unsere Informationen bestätigt. Ihr Fehler ist unsere Chance. Euer Auftrag lautet wie folgt, Legionär. Geht in die Taverne zur gezackten Klinge und fragt nach Branntwein der schwarzen Zitadelle. Eure Kontaktperson wird antworten, der Wirt verwässert das Zeug. Ich habe gehört, dass sich dort Sympathisanten der Flamme rumtreiben. Findet heraus, wer das ist, und dann findet etwas, womit ich ihre Pläne vereiteln kann. Noch Fragen? Nein, keine. Ich werde geschwind und leise sein, Tribun. Ja, zeig mir Respekt, du Lappen, ey! Achso, das ist Iriale. Nein, du bist cool. Meine Agentin von der gezackten Klinge kann euch in die Einzelheiten einweihen. Hört auf, hier herumzutrödeln und macht euch auf den Weg. Ich habe eine Frage, Tribun, wenn ihr einverstanden seid. Fangt an, fragt, aber behalt euch. Irgendwie mal missgebaut. Die Verantwortlichen für den Verlust bei Rauchern werden zur Rechenschaft gezogen. Das verspreche ich euch. Euer Auftrag lautet, die Einfälle der Flammenlegion abzuwehren. Macht euch an die Arbeit. Was fragen? Da ist die Flammenlegion von ganzem Herzen. Ein alter Feind. Das sind mordlustige, chauvinistische Fanatiker. Sie haben in letzter Zeit sehr aggressiv enttäuschte Bluttrupps angeworben und versucht, wichtige Pläne von Eisen zu stehlen. Und jetzt auch noch das hier. Sie hacken etwas aus. Eure Aufgabe ist es, herauszufinden, was, Legionär. Ich verstehe. Ihr übernehmt die Speerspitze, während eure Untergebenen als Unterstützung im Hintergrund bleibt. Folgt den Anweisungen meiner Agentin. Sie wird euch mehr erzählen, wenn ihr in der gezackten Klinge ankommt. Okay, Iriale, ich würde sagen, Attack! Hey! Damit haben wir eine dicke Aufgabe jetzt bekommen. Ich werde mal schon was trinken. Mein Trupp hat ein besonderes Nahkampftraining absolviert. Nichts vorbei. Dann schickt man euch vermutlich zu den Drachendienern. Wohin man uns schickt, man wird stolz auf uns sein. Ich hoffe, ihr wart schon auf. Okay. Gut, wir werden uns jetzt erstmal hier hochbegeben. Die bauen hier einen Todesstern! Diese Irren!
fragt mich, was so Außenstehende hier für Aufgaben haben. Ach, was bist du denn für ein Hübscher? Anna. Ist das nicht ein Anblick? Als ich den Hain verließ, war mir klar, dass ich Verblüffendes sehen würde. Aber hierauf war ich nicht gefasst. Ich ziehe mit meiner Hündin Anna von einem Ende Tyras zum anderen. Die reist durch Tyria? Warum? Warum nicht? Seit ich den blassen Baum entschlüpft bin, wollte ich sehen, was die Welt zu bieten hat. Wie könnte ich es besser herausfinden, als auf meinen Füßen? Wäre es nicht einfach durch Portal zu reisen? Wäre es das? Vermutlich schon. Aber bedenkt, was ihr verpassen würdet, so direkt von Punkt zu reisen. Ich will ja gerade wissen, wie es dazwischen aussieht. Was für ein Abenteuer. Unsere Taten spiegeln sich im Traum. Kein Heimweh? Heimat? Für mich bedeutet Heimat Gemütlichkeit und Liebe. Meine Heimat ist da, wo ich bin. Wo immer ich nachts lagern mag. Ich trage sie mit mir. Verstehe. Eine gute Reise. Trina, Elementmagier. Maus Meerachst. Was ist euer Problem? Ich bereite mich auf die Verteidigung eines Gefangenen vor. Dem Spionage für die Flammenlegion vorgeworfen wird. Ich brauche jemanden, an dem ich meine Verteidigungsrede ausprobieren kann. Ihr müsst herhalten. Welche Beweise gibt es? Er hat offen vorgeschlagen, dass uns erlaubt werden soll, die Götter wieder zu verehren. Er hatte zwar Gaheron bei Belfeuer nicht für einen Gott, aber er sei überzeugt, dass es Götter gibt. Das ist eine gefährliche Behauptung. Die Anklage befindet seine Ansichten für schädlich. Unsere Geschichte zeigt, dass die Anbetung von Göttern eine schwere Strafe nach sich zieht. Man hat Angst, dass sie in den nächsten dunklen Ära falscher Götter eintreten. Wie wollt ihr ihn gegen diese Vorwürfe verteidigen? Ich frage den Tribunal, ob unser wahrer Feind tatsächlich im Glauben besteht oder nicht vielmehr in denen, die ihn benutzen, um uns zu unterwerfen. Das ist eine sehr gute Angelegenheit. Ernsthaft. Mesmer, Ingenieurtrainerin, Diebetrainerin, Wächtertrainer. Weitläuferin Trainer. Ich kann euch Eigenschaften Handbücher verkaufen. Zeigt mir eure Handbücher. Nice. Siegel. Boah, die kosten so viel, Digga. Kann ich auch gar nicht kaufen. Kostet natürlich alle mehr, ne? Also ungefähr gleich. Okay. Ach, Schießkünste, Gefechtsbeherrschung, Überleben in der Wildnis, Naturmagie. Okay, cool, das merken wir uns. Dann werden wir jetzt erstmal auch diesen Reisepunkt hier. Schwupp. Alter, was ist das denn für eine fette Rüstung, ey? Sieht ja mal mega aus. Au. So, warte, weißt du was? Ich würde mal kurz was gucken. Ich bin nur Fertigkeitspunkte. Okay. Gut.
bringt uns jetzt nicht viel. Nax Finsterherz. 11.005 nach irgendwas. 1772 nach irgendwas. 1172, 1500. 1172 nach irgendwas. Nox war ein Mitglied der Eisenlegion. Er verbrachte einen Großteil seiner militärischen Karriere mit der Belagerung von Elbenfalke. Nax und der Finstertrupp führten während des Feldzuges zahlreiche Einsätze erfolgreich aus, doch es gelang ihnen nie, die Mauer zur Gänze zu erobern. Nax pflegt das Bild von sich als ersten Char-Krieger seiner Zeit, der tatsächlich auf diesen Mauern gestanden hat, bevor er von den Ebon Vorhut vertrieben wurde. Okay, cool. Ist ja ein reges Treiben. Wo sind wir denn hier gelandet? Ah, guck mal, da hinten haben wir Rüstungstante hier. Ah, das ist genau das gleiche, was wir auch da hinten hatten. Ui, Dios mio. Ihr habt Gold, nicht wahr? Ich hab Ware. Kauft ihr was? Wo ist denn hier? Da. Stufe 60, Alter. Leck mir am Arsch. 35.000. 9.800. 318, Alter. Wenn's kaputt ist, setzt es was. Jasmir, Alter. Den Bogen hätte ich gerne, ey. Leck mir am Arsch. Ist das Sehenswürdigkeit, oder... Ich bin verstört. Okay. Das ist jetzt, ich glaube, so Verkauf von Spielern zu Spielern oder sowas. Aber das möchte ich dann doch lieber ein bisschen vermeiden. Willkommen bei der Schwarzlöwen Handelsgesellschaft. Wenn ihr ein Ticket besitzt oder genügend Schnipse davon, findet ihr hier einige der seltensten und interessantesten Waren, die es gibt. Ganze Tickets sind schwer zu bekommen, aber Schnipse von Tickets könnt ihr sehr oft im Inneren von Schwarzlöwentruhen gefunden werden, die auf der ganzen Welt geplündert werden können. Ihr solltet am besten einige Schlüssel im Edelsteinshop holen und sie öffnen. Gehen wir wieder raus hier. Ich sage. Braucht ihr was? Nein, danke. Immerhin scheint es eines der angesprochenen Toren, den wir uns durch die Gegend transportieren können. Plaudern habe ich keine Zeit. Geht jemand anderem auf die Nerven.
Ist doch die Fresse, Alter, oder was? Das ist mir. Keine Kinder. Interessiert euch für Metallurgie? Ich arbeite schon mit Metallen, seit ich meinen ersten Trainingshammer bekam. Heute gieße ich überwiegend Stahl. Was wäre das? Dabei wird flüssiges Metall in eine Form gegossen, die dem jeweils gewünschten Teil perfekt entspricht. Ich gieße Stahlhäufe für die Gewehre der Legion. Taugt ihr was? Ich stamme direkt vom Erfinder des Gewehrs mit Stahlhaufen ab. Das Stahlgießen liegt mir einfach im Blut. Solange ich atme, wird es den Legionen nicht an guten Gewehren mangeln. Danke für die Auskunft. Was ist denn hier los? Ist ja ein Sammelplatz hier. Ja, wir möchten jetzt ein bisschen Geschichte weitermachen. Oh, wir müssen so weiter. Ruf des Tribuns. So. Huch, Mikro. Entsprechend. Wen haben wir da? Oh. Bestimmt. Hey, ihr da. Sag mal, gibt es hier Branntwein der Schwarzen Zitadelle? Klar, aber ganz im Vertrauen. Der Wirt verwässert das Zeug. Hier? Wundert mich, dass der überhaupt noch lebt und aktiv ist. Apropos aktiv, Wüstengrab schickt mich. Ich habe zwei Spione der Flammenlegion in der Taverne identifiziert. Sie haben das Passwort, das wir brauchen, aber wir können sie drinnen nicht angreifen, ohne eine Saalschlacht auszulösen. Dann würden die Spione im Getümmel entwischen und wir würden sie nie wiederfinden. Irgendwelche Vorschläge? Du gibst erstmal deine Maske, die ist cool. Ich könnte sie dazu bringen, die Taverne zu verlassen und das ohne größeres Aufsehen. Echt? Na dann mal los. Das möchte ich zu gerne sehen. Fräulein, ein bisschen mehr Respekt, ja? Zeigt mir, was ihr könnt. Ich bin Legionärin. Eureale, wo willst du hin? Ich mag die Schankwirtin. Zwielich, der Char. Das scheinen unsere Hauptverdächtigen zu sein. Ein drückender Soldat. Vielleicht können wir mit ihm was machen. Hey, ihr da! Hey! Räudige Salatfresserin! Was wollt ihr? Ihr sitzt an einem meinen Tisch. Skritschädel. Verschwindet. Ja? Jetzt ist das eher mein Tisch. Was sagt ihr dazu? Ich sage, danke, dass ihr meinen Stuhl auch vorgewärmt habt, nachdem ich euch runtergeschmissen habe. Ihr Halunken kennt die Regeln. Keine Rauferei. Prügelt euch raus. Wir brauchen eine ruhigere Stammkneipe. Was? Das gehört doch zum Spaß dazu. Man sieht sich wieder. Der ist schon platt? Nobody. Nicht übel. Ich dachte schon, wir müssten den Laden abfackeln, um sie rauszutreiben. Sie aufzuscheuchen war leicht. Die Information aus ihnen rauszuholen allerdings. Verfolgen wir sie. Am besten beschaffen wir uns alles, was wir brauchen, ohne direkt einzugreifen. Dann können sie auch niemanden warnen. Und wenn sie uns erwischen, wie wir ihnen folgen? Mal sehen, ob ihr ebenso gut kämpft, wie ihr spioniert. Das war eine Ansage. Boom, Alter. Bin ich krass unsichtbar, oder was? Hey, was ist denn los? Ich dachte, ihr beiden wolltet zur gezackten Klinge. Zu viele besoffene Randalierer dort haben nichts geregelt gekriegt. Auf dem Weg zum Lager müssen wir erst zum Versteck. Haltet die Augen auf, ja? Verfolgen wir jetzt einfach was?
Kannst du vielleicht noch ein bisschen los? Ich glaube, ich weiß, wohin die gehen. Vielleicht sind darum in letzter Zeit so viele Arbeiter verschwunden. Kannst du bitte noch ein bisschen lauter reden? Die hören dich sonst nicht so wirklich gut. Außerdem müssen wir zuerst hier was erledigen. Schön. Geht rein und erledigt es. Und betet, dass euch niemand gefolgt ist. Ich wähle dich, bist du Yu-Gi-Oh! Oder was? Pokémon. Schieß gerne weiter, ist gar kein Problem. Pium! Oh, muss ich erst das drücken? Hat nix. Das haben die natürlich nicht mitbekommen. Das Passwort schon wieder geändert. Und ich hab's schon vergessen. Ich kann euch nicht dauernd bemuttern. Sie ändern es zufällig, manchmal zweimal an einem Tag. Wer kann sich das denn merken? Jeder außer euch. Na schön, aber das ist das letzte Mal. Die Parole lautet jetzt Brandseele. Das sind die Informationen, die wir brauchen. Was meint ihr? Gehen wir oder schalten wir sie aus? Ich bin fürs Ausschalten, Legionär. Geschwind und leise. Mir gefällt, wie ihr denkt. Irreale! Zack, 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 zack. Bam, er ist uns zurück mit dir. Greif irgendwas an. Endlich. Oh, Feuer. Bam, 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 bam. Boah, der ist stark, Alter. Okay. Bam, er kann jetzt noch nichts machen. Misstrauischer Schar. Okay, wird langsam enge jetzt hier. Hi Hagel! Ich räume hier auf und stoße dann zu euch. Los! Okay, verlassen wir einfach direkt. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge hier erstmal. Genau richtig aufgehört. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss.